Okay. Gentleman, Tilman, Otto, bürgerlich. Kurz vor deinem Auftritt am Open Air Gampel, wie ist die Stimmung bei dir? Die ist gut. Also ich bin einfach super dankbar. Wir waren, glaube ich, wann waren wir hier? 2015 oder so. Und dann gibt es ja immer diese Orte der Wiederkehr. Weißt du, ich tue ja jetzt seit 30 Jahren und man kommt immer wieder an so Orte. Und gerade das Wallis ist einfach wunderschön. So. Und wir sind heute Morgen im Tourbus aufgewacht und haben die Flüsse gesehen und haben die Berge gesehen. Es war so, hey, wir sind wieder da. Es ist immer so ein Stück auch nach Hause kommen. Gibt es dieses Gefühl von nach Hause kommen, also auch auf einer langen Tour oder auf vielen Jahren, wo du immer wieder auf Tour gehst? Naja, ich habe mein Zuhause ja immer dabei. Meine Frau ist ja immer mit und meine Tochter oft auch. Und zu Hause ist ja so ein Zustand und kein Ort. Mittlerweile sind wir in Köln und in Mallorca zu Hause, aber der Tourbus ist auch ein Zuhause. Die Bühne ist ein Zuhause, aber es ist halt ein Zustand so. Du bist jetzt kurz vor deinem Auftritt. Gibt es ein Ritual, das du pflegst, irgendeinen festen Ablauf, den du da hast? Ich muss immer aufs Klo vorher, so. Das ist ganz wichtig. Und wir kommen dann nochmal so kurz zusammen. Aber ich brauche ein bisschen Ruhe so eine Stunde vorher. Oder eine halbe reicht mittlerweile auch. Aber Rituale, wir sind ganz schön eingespielt mittlerweile. Und wir freuen uns einfach und haben tierisch Bock, Mucke zu machen und sind super dankbar, dass die Leute uns zuhören. Und die Leute hören sehr genau zu und das schon ganz viele Jahre. Deine Musik hat sich im Laufe der Zeit ja auch ein bisschen verändert, entwickelt. Wie würdest du selber die Veränderung von deiner Musik beschreiben über die Jahre? Ich kann das selber immer, ich habe die Frage oft gestellt bekommen, ne? Inwieweit entwickelt man sich weiter? Und natürlich sind irgendwann immer wieder Wiederholungen auch. Ne? Ich glaube, das ist das 10. Album jetzt und das erste Album war 98, jetzt haben wir 2023. Und ich glaube, es geht darum, auch immer neue Leute zu treffen, mit anderen Producern auch zusammenzuarbeiten. Und trotzdem bleibt es schon auch bei diesem Basic-Ding, was einfach Reggae ist. So, ich mache immer gerne auch Ausflüge, so, aber Roots-Reggae ist immer so mein Herz und mein Zuhause auch. Und auch das ist es ja schon lange. Du bist mit 18 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal nach Jamaika geflogen, um ja, dich wahrscheinlich mal umzugucken, dich ein bisschen inspirieren zu lassen. Na, umzugucken, ja. Was ist es an diesem Reggae, das dich irgendwie gefangen hat und ja auch bis heute noch hält? Ich glaube, das mit vielen im Leben. Also, wenn du es erklären könntest, dann wäre auch diese Magie nicht so. Ne? Ich kann es schwer beschreiben. So. Ich glaube, das ist eine Sache, die so passiert ist. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht und hatte auch nicht den Plan. So, ich fliege jetzt nach Jamaika und wer hat dann Reggae-Sänger, sondern das hat sich entwickelt über die Jahre und ich bin oft noch überrascht davon, wie weite Kreise das gezogen hat. Wie war die Frage nochmal? Was dich dazu bewogen hat, eben was dich zu diesem Reggae inspiriert hat? Ja, also zum einen die Musik, die so übers Entertainment hinausgeht. Ne? Also wenn du dir Lyrics von Bob Marley anhörst, die sind einfach immer noch up to the time. Und dann das Zusammenspiel mit Drum and Bass und vor allen Dingen die Menschen auch in Jamaika. Ne? Die Art und Weise, wie sie mit Situationen umgehen, wie sie eben hier und jetzt leben. Der Humor auch, der ist auch ganz wichtig. Und diese Leichtigkeit in der Schwere. Doch. Kann man auch sagen, dass du diese Reggae-Kultur, diese Tradition, die da auch wirklich gelebt wird, zu einem Stück weit auch weiter transportieren willst oder es tust mit deiner Musik? Ja, also natürlich. Ich glaube, das passiert automatisch. In dem Moment, wo du für was brennst und was liebst, dann spreadest du das auch. Kannst du generell sagen, was dich inspiriert, Musik zu machen? Was? Was dich inspiriert, Musik zu machen? Ist es ein Text? Ist es eine Hook, die du irgendwo hörst? Ja, ich glaube, da gibt es kein Schema für. Ne? Die Inspiration ist immer irgendwie da. Ich glaube, im Grunde musst du dich einfach nur öffnen und dann kann es die kleinste Kleinigkeit sein. Es ist oft ein Buch oder ein Gespräch oder auch ein Film oder eine Reise. Aber Inspiration ist halt überall da. Ich glaube, am Ende geht es wirklich nur darum, sich dem zu öffnen. So. Und das braucht Reflexion, das braucht eine gewisse Ruhe auch, um das greifen zu können, um es dann manifestieren zu können. Du stehst jetzt, wie gesagt, gleich auf der Bühne. Was dürfen die Zuschauer von dir erwarten? Oder auf was freust du dich auch auf der anderen Seite? Wir hatten wirklich eine Schwierigkeit. Wir spielen ja heute nur eine Stunde und sonst spielen wir so zwei oder anderthalb. Das heißt, wir mussten ganz viele Songs aus der Setlist streichen. Und je mehr Songs ich aufnehme, desto schwieriger wird es, irgendwie eine Setlist zu machen. Aber die Leute können, glaube ich, so einen guten Querschnitt erleben von den letzten Alben. Also wir spielen natürlich so die alten Klassiker, aber auch neue Songs. Und ich bin aber auch jemand, der die Setlist auf der Bühne gerne auch ein bisschen umwirft und
bin auch immer offen für Spontanität und was dann gerade halt eben passiert. So, aber es ist einfach eine verdammt gute Band und die Musik ist sehr vielseitig, entgegen des Klischees, dass Reggae immer so, wir laufen alle barfuß rum und kippen und so, sondern es geht ganz schön nach vorne. Also es wird auch gerockt. So. Mit deiner Musik gewährst du teilweise auch Einblicke in dein Leben, in deine Gedanken, du äußerst Kritik, du erzählst oder singst über Erlebnisse. Wie wichtig ist dir das, diese persönliche Note auch in deine Musik reinzubringen und auch gewisse Einblicke zu gewähren? Also es ist immer schön, wenn es dann passiert, aber das ist nicht die Regel, sondern ich mache Musik aus einer Intuition heraus, aus einem Gefühl und manchmal macht es Sinn und manchmal auch nicht. Aber am Ende, glaube ich, ist es schon, hat man eine gewisse Verantwortung in dem Moment, wo du einfach auch Menschen erreichst. Deswegen versuche ich schon, was mitzugeben, ne? Also eine gewisse Positivität. Und der Grundgedanke ist einfach, dass das, was uns verbindet, viel stärker ist als das, was uns trennt. Und ich glaube, das ist so der rote Faden in meiner Mucke, halt diese Unification, die es ganz dringend auch heute braucht. Ein bisschen in diese Richtung zielt eine Frage, die wir auch von einem Social-Media-Follower bekommen haben. Und zwar wollte der gerne von dir wissen, was verbindest du mit der Schweiz, wenn du das Wort Schweiz hörst? Oh, super guten Käse, unfassbar gute organisierte Backstage-Räume mit Liebe zubereitet. Organisatorisch ist es immer einfach 1A, wir sind immer super gerne hier. Aber vor allen Dingen die Nature so, und auch die Leute. Und ich liebe halt Zürich auch, es ist so eine kleine, gemütliche Stadt und trotzdem hat sie so einen Weltflair. Ich finde es sehr international hier und verbinde in erster Linie einfach gute Erfahrungen. Wir haben auch sehr gerne hier. Ja. Vielen Dank und viel Spaß beim Auftritt gleich. Danke fürs Interesse. Dankeschön.